Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. 2 Kilometer entfernt von der Burg Posterstein befindet sich die wunderschöne Park- und Schlossanlage Tannenfeld. Die möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Trotz dass das Schloss leer steht, möchte ich euch gern die Fassaden zeigen und viele interessante Dinge über die Geschichte erzählen. Um nach Tannenfeld zu gelangen, führt ein holpriger Asphaltweg auf das in einem Wäldchen versteckte Areal. Hier ließ Herzogin Anna Dorothea von Kurland Ende des 18. Jahrhunderts ein klassizistisches Schloss mit englischem Garten errichten. In Tannenfeld und in ihrem Schloss im nahegelegenen Löbichau initiierte die Herzogin einen Musenhof von europäischem Rang. Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst waren zu Gast. Man diskutierte, dinierte und unternahm Ausflüge nach Leipzig. Höhepunkt des Tages war die abendliche Teestunde mit Theateraufführungen und Lesungen. Nach dem Tod der Herzogin 1821 endete die Zeit des Musenhofes. Schließlich gründete um 1900 der Arzt Paul Tecklenburg in Tannenfeld eine Heil- und Nervenanstalt. Die Herzogin Dorothea heiratete den deutlich älteren Herzog Peter von Kurland. Sie war seine dritte Ehefrau. Die Heirat bedeutete für sie einen deutlichen sozialen Aufstieg. Kurland, heute in Lettland, gehörte damals zum Königreich Polen-Litauen. Nach der dritten Teilung Polens fiel es aber an Russland. Für den Herzog war das ein Glück. Zwar musste er abdanken, doch er wurde von der Zarin Katharina II. Für seinen Verlust entschädigt und gehörte dadurch zu den reichsten Männern Europas. Das klassizistische Schloss Tannenfeld hat die Herzogin ca. 1800 bauen lassen. Bewohnt wurde Tannenfeld überwiegend von ihrer jüngsten Tochter Dorothee. Beide Schlösser, Tannenfeld und Löbichau, bildeten den Musenhof der Herzogin, wo sie viele bedeutende Persönlichkeiten empfing. Gäste der Herzogin waren zum Beispiel Zar Alexander I., Napoleon, Graf von Metternich, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Arnold Brockhaus. Es ist schwer zu glauben, dass Anna Dorothea das kleine Löbichau zu einem so bedeutenden Begegnungsort gemacht hat. Nach der Abdankung des Herzogs Peter von Kurland zog sich die Familie nach Sagan in Schlesien zurück. In der Kirche zum Heiligen Kreuz in Sagan wurde die Herzogin von Kurland und ihr Ehemann und später auch ihre Töchter begraben. Das Schloss Tannenfeld blieb unbewohnt. Die Herzogin von Kurland entstammte dem alten Adelsgeschlecht Medem aus dem heutigen Lettland und wurde am 3. Februar 1761 in Mesoten geboren. 1794 kaufte ihr Bruder, Reichsgraf Christoph Johann Friedrich von Medem, für sie die Gutsherrschaft Löbichau mit dem angehörigen Tannenfeld, da die Herzogin als Frau selbst zu dieser Zeit keine Rechtsgeschäfte abschließen durfte. Die im Herzogtum Sachsen, Gotha und Altenburg liegende Gutsherrschaft bot geografisch einen guten Standort zu den unweit entfernten kulturellen Zentren, wie beispielsweise Weimar, Leipzig, Dresden oder Karlsbad. 1795 ließ die Herzogin von Kurland ihren Wohnsitz in Löbichau einrichten und mit dem Bau des klassizistischen Schlösschens in Tannenfeld samt Parkanlage beginnen. Am 6. November 1779 heiratete Anna Dorothea im Alter von 18 Jahren den 55-jährigen und namensgebenden Herzog Peter von Biron, Herzog von Kurland und Semgallen. Für den Herzog von Kurland war seine junge Braut bereits die vierte Ehefrau. Insgesamt gingen aus der Ehe ab 1781 6 Kinder hervor, von denen 2 verstarben und eines wohl aus der Beziehung mit dem
dem Grafen Alexander Bartowski entstammte, jedoch vom Herzog offiziell anerkannt wurde. Die Herzogin von Kurland ging als geschätzte, vielreisende Diplomatin in die Geschichte ein. Sie verkehrte in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen, so etwa an den Höfen in Paris, Berlin und St. Petersburg und war mit Rang und Namen ihrer Zeit bekannt. In Löbichau und Tannenfeld empfing sie Berühmtheiten aus Politik, Wissenschaft und den Künsten, was ihrer bekannten Residenz auch dem Namen Musenhof Löbichau bescherte. So herrschte bis zu ihrem Tod im Musenhof reges gesellschaftliches Treiben in Form von Festen, Theateraufführungen, politischen Gesprächen, Lesungen und Konzerten. Was ist aus dem Schloss Löbichau geworden? Das Schloss war vermutlich genauso prachtvoll wie Tannenfeld. Es wurde 2009 abgerissen. 2015 wurde jedoch nach dem historischen Vorbild ein Neubau errichtet. In diesem Neubau befindet sich heute ein Alten- und Pflegeheim. Die Schriftstellerin Bocena Nemkova verbrachte ihre Kindheit auf dem Hof von Wilhelmine von Sagern und berichtet in ihrem Buch »Die Großmutter« darüber. Wilhelmine wird dort als eine sehr verständnisvolle und gute Fürstin geschildert. Laut Wikipedia ist die tschechische Schriftstellerin Bocena Nemkova die uneheliche Tochter von Wilhelmine von Sagern oder von ihrer Schwester Dorothee von Talleyrand. Sie soll in die Obhut des Kutschers und des Dienstmädchens gegeben worden sein. Doch das sind nur Spekulationen. Es gibt keinerlei Belege darüber. Wilhelmine und ihre Schwester Dorothee sind die Töchter der Herzogin Anna Dorothea von Kurland. Vermutlich stammt Dorothee von Byron aus einer außerehelichen Beziehung mit Graf Alexander Bartowski. Sie wurde jedoch von Peter von Byron als eigenes Kind anerkannt. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschöne Parkanlage Tannenfeld gesehen, viel über die Geschichte des Schlosses erfahren. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.